Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge Hitboxen aus der Hölle. Folge 1 von 1. Nur echt von DMO, dem Lieblingsspiel Satans. Und keine Sorge, das wird nicht wieder so ein Voice-Over-Ding. So viel zum Thema, ich mache keine Voice-Overs mehr. Das wird heute etwas kürzer ausfallen. Denn zu meinem Glück sprechen die Bilder hier für sich. Wie ihr sicherlich sehen könnt, ist dieses Spiel voll mit unsichtbaren Wänden und Hindernissen, die einfach überhaupt gar keinen Sinn ergeben, sodass sich einfach die Frage stellt, was zur Hölle? Wie hier zum Beispiel, ihr könnt ganz klar sehen, dass ich hier den Button Rage Mode des Jahrtausends aktiviert habe und es einfach nicht schaffe, dieses wirklich bequem herumspazierende ADS-04. Super, echt super. Wie auch immer, ich schaffe es einfach nicht, ihn zu treffen. Ich muss warten, bis er unter dem kleinen Olivenbäumchen verschwunden ist, damit ich tatsächlich mal auf den Geschmack komme, meine ganze Wut an ihm herauszulassen. Wie der größte Huren spaziert er hier von links nach rechts, während seine Homies anfangen, mit Kochlöffeln auf mich einzuprügeln und es sich ganz offensichtlich zur Aufgabe gemacht haben, meine sowieso schon geschundene Seele weiterhin zu malträtieren. Aber hier kommt der größte Knaller. Guckt euch das an. Hä? Was ist denn mit dir, ey? Ich meine, was zur Hölle ist... Oh. Achso, ja, klar. Ein Zaun. Ja, bis zum Knöchel. Hast recht. Da komme ich nicht durch. Oh, schon vorbei? Jetzt habe ich ja doch ein komplettes Voice-Over gemacht. War das jetzt Beatty? Komme ich jetzt ins Gefängnis? Nice.